Die internationalen Reisen von Frisch auf Göppingen sind vorbei. Da die Handballer den EHF-Pokal am vergangenen Wochenende nicht verteidigen konnten und der Platz in der Bundesliga nicht für die Qualifikation im nächsten Jahr ausreicht, war das französische Nantes die letzte Station einer vierjährigen Reise durch ganz Europa. Denn hier in der Nähe der Atlantikküste wurde am Samstag und Sonntag das Finalturnier um den EHF-Pokal ausgespielt. Dabei verloren die Göppinger im Palais des Sports bereits das Halbfinale gegen die Rhein-Neckar-Löwen deutlich und hochverdient mit 28:22. Ich hasse Niederlage und ich bin ein schlechter Verlierer. Und sage genau, dass meine Jungs waren auch ziemlich nervös. Ich weiß nicht warum, weil wir haben sehr gut Spiel angefangen, geführt. Und das war nicht Grund für eine Nervosität. Was haben wir gezeigt mit drei technischen Fehlern hintereinander? Wir haben ermöglicht, dass Rhein-Neckar-Löwen ins Spiel kommt. Und danach war es schon schwierig. Zu schwierig für die niedergeschlagenen Göppinger war auch die Aufgabe im Spiel um den dritten Platz. Gegen den dänischen Vertreter Tvis Holstebro verloren die favorisierten Göppinger mit 27:28 und belegten somit den letzten Platz beim Final Four. Beobachtet wurden sie dabei nicht nur von den über 200 mitgereisten und enttäuschten Fans, sondern auch von einem alten Wegbegleiter. Erstmal schön, wieder die alten Kumpels zu treffen und schön, erstmal zu sehen, wie Göppingen entwickelt habe als Mannschaft. Letzte drei, vier Jahre, die sind immer im Finale gewesen, habe zweimal gewonnen. Diesmal habe nicht so geklappt, habe ein bisschen so müde ausgesehen, die Mannschaft. Aber schön, richtig schön, hier zwei alte Mannschaften zu treffen, so genannt, weil sie auch zweieinhalb Jahre hier gespielt haben. Und 7 Jahre in Göppingen, das kann ich nie vergessen. Unvergesslich wird auch das Finalturnier für die Rhein-Neckar-Löwen bleiben. Denn im Finale besiegten die Rivalen aus Mannheim den Gastgeber Nantes mit 26:24. Damit haben die Löwen den ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte gewonnen. Und das wurde natürlich auch ausgiebig gefeiert. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Wir standen natürlich unter Druck, weil, glaube ich, jeder den Titel von uns erwartet hat. Wir von uns am meisten und wir sind einfach nur stolz, dass wir es heute gerissen haben. Vor so einem Publikum war fantastisch und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Während die Stimmung bei den Mannheimer Fans nach dem Finale natürlich bestens war, begann bei den Göppingern die Diskussion darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll. Über 40.000 Reisekilometer hatten einige von ihnen in den letzten 4 Jahren zusammen mit der Mannschaft zurückgelegt. Sofern ein Antrag der Göppinger Geschäftsführung für eine Wildcard im nächsten Jahr keinen Erfolg hat, ist damit jetzt erst einmal Schluss. Was bleibt, sind allerdings die Erinnerungen an viele aufregende Reisen durch ganz Europa.